man kann nur das beeinflussen, was man beeinflussen kann. Aber es ist klar, dass man Ergebnisse braucht, dass es vielleicht auch immer schneller wird, das Ganze. Ich habe halt Trainerfresserverein gelesen vom VfB Stuttgart, finde ich einen ganz witzigen Namen, wer sich das einfallen hat lassen. Ich glaube, so ist das Geschäft, dem musst du dich stellen, das haben wir als Trainer sowieso nicht in der Hand. Ich finde, man merkt es ein bisschen, weil sie alle sehr schnell auch miteinander solidarisch erklären und jeder jedem zur Seite springt, der mal jetzt zu Saisonbeginn in der Kritik stand, dann sind die Trainer gleich unterstützt worden. Daran merkt man, dass es, glaube ich, die ganze Branche ein bisschen so beschäftigt, dass es immer eben sehr schnell geht. Und das ist definitiv natürlich auch keine gute Entwicklung, weil es Fakt ist und weil es außer Frage steht, dass Kontinuität wichtiger Faktor ist. Und da tun sich kleinere Vereine natürlich auch leichter, die zu leben, das ist auch klar. Sie werden von mir immer hören, dass ich das Spiel gewinnen will, egal ob es ein Trainingsspiel ist oder ob es gegen den Tabellen führe. So gehe ich an die Spiele heran, so verstehe ich den Sport, weil es definitiv möglich ist, in 90 Minuten jeden zu schlagen. Aber natürlich bin ich nicht blauäugig und weiß ganz genau, dass es Spiele gibt, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man gewinnt und wo die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man gewinnt. Und gegen den Tabellenführer mit so viel Qualität wie Borussia Dortmund aktuell, wenn sie hier auftauchen, dann ist die Favoritenrolle ganz klar.